Hallo, da bin ich schon wieder. Ich bin schon wieder unterwegs. Heute ist Karfreitag, das lange Osterwochenende steht bevor und da so gut Wetter werden sollte, habe ich beschlossen, noch einen Kurzurlaub zu machen. Wo befinde ich mich hier? Ich bin hier gerade in Wolgast, im Tor zur Insel Usedom. Von hier aus werde ich die nächsten Tage meine Touren starten. Heute zum Beispiel werde ich so über das Landesinnere erstmal nach Greifswald fahren und dann über den Ostseeküstenradweg wieder zurück. Ich glaube, es werden schöne Tage werden und auch schöne Bilder werden kommen. Also wünsche ich heute schon mal viel Spaß dabei. Oh, sieht verdammt gut aus hier. Klasse. Ich stehe jetzt hier am Ende vom Wolgast. Jetzt muss ich leider ein Stück auf der vielbefahrenen Bundesstraße fahren, aber es sind nur 2-3 Kilometer. Das geht schon. Ja, das Stück wäre geschafft. Jetzt kann man auch wieder die Kamera in die Hand nehmen und das Schöne hier alles filmen. Oh, echt herrlich. Der Skulpturenpark Katzow. Ja, da kann man auch mal Kunst zu sagen hier. Das ist ein großes Areal, das geht noch echt weit da hinten noch langs. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Aber man sieht ja von hier auch schon ganz schön viel.
Da hat sich mal einer ausgetobt. Kopfsteinpflaster. Ich fliege da auf jeden Fall nicht so drüber wie Nils Polit bei Paris-Roubaix. Das schaffe ich nicht. Hier fließt bald russisches Gas durch. Irgendwo muss es ja hin, ne? Da muss man auch mal die Landschaft aufreißen. Das ist in der POM auch immer so eine Sache mit diesen riesigen Feldern hier. Die sind aber auch groß, Alter. So weit das Auge reicht, meist. Schon Nummer 514. Mal sehen, wie viele noch kommen. Da befinde ich mich schon auf dem Ostseeküstenradweg, aber ich komme hier nochmal vorbei, aber ich fahre erstmal nochmal nach Greifswald natürlich rein. Hier sind neue Bäume gepflanzt worden. Gerade ging das bis 530, aber dann fing das wieder von vorne an. Ich schätze mal, ein anderer Kreis oder sowas war das. Deswegen 530 plus ca. 120 noch dazu. Dann hört es auf mit der Zählung der Bäume. Greifswald erreicht. Aber jetzt fahre ich erstmal durchs Zentrum und dann zum Hafen.
Klosterruine Eldenau. Echt mystisch hier. Sieht echt stark aus. Schade, dass es kaputt ist und nicht mehr besteht. Klasse, es gibt ja schon wieder an jeder Ecke was zu sehen. Drin in Greifswald. Mal schauen, wo es jetzt zum Hafen geht. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das war es jetzt mit Greifswald. Jetzt habe ich ungefähr 32 Kilometer hinter mir, muss aber noch fast 50 und das jetzt hauptsächlich gegen den Wind, also wird etwas schwieriger jetzt. Und jetzt folge ich auch den Ostseeküstenradweg und der führt ja doch mehr am Meer, wo der Wind doch auch ein bisschen zupacken kann. Aber trotzdem ein schöner Tag heute. Wunderbares Stück hier, aber ganz schön pustig und kalt jetzt. Da merkt man jetzt das Meer. Jetzt befinde ich mich hier an der Wicker historischen Klappbrücke bei Eldenau. War schön hier heute.
Oh, geht bestimmt gleich auf, weil die Boote warten schon. Schon viele schöne Plätze, aber im Wasser, Mann, da ist es ganz schön kalt heute. Sobald man wieder ein bisschen lang einwärts kommt, wird das wieder richtig schön warm, aber um die Arme und Beinlinge auszuziehen, ist es doch zu frisch, wenn man wieder ans Wasser kommt. Das war jetzt Greifswald. Jetzt fahre ich wieder auf ein Stück wie gerade eben, aber dann bleibe ich erstmal auf dem Ostseeküstenradweg. Jetzt bin ich auf einem neuen Abschnitt hier, auf dem Ostseeküstenradweg Richtung Ludwigsburg, Lubmin. So gut sieht das hier nicht mehr aus. Ist auch eher mehr ein Gutshof als ein Schloss.
sehr schön heute. Klasse, klasse. Geht es ein bisschen unbefestigt durch den Wald, aber ich ziehe das trotzdem durch, auch wenn ich mit dem Rennrad hier bin. Wie immer. Da ist auch endlich die Ostsee. Da haben wir sie. Hier sind die sogenannten schlafenden Bäume. Die stehen auch unter Naturschutz. Ja, hier an der Ostsee direkt ist das echt sehr kalt, aber sehr schön. Super Sicht. Man kann schön auf Rügen gucken. Obwohl schon Rügen ja doch schon ein ganzes Stück entfernt ist von hier. Über ein Crossrad mal nachdenken, bei den ganzen Pisten, die ich immer fahre. Jetzt in Lubmin. Das Stück gerade eben, das war jetzt nicht so interessant. An der Hauptstraße, immer gegen den Wind. Aber jetzt kommt, glaube ich, bestimmt wieder was. Man muss nicht unbedingt sein Rad mitnehmen. Hier kann man überall Räder gut leihen. Hier. Ich weiß gar nicht warum, aber hier stand gar kein Schild. Radwegschäden. Alter, das ist schon wieder heftig. Ja. Im Moment macht es keinen Spaß hier.
auch nicht kaputt. Das soll der Ostseeküstenradweg sein, der die Touristen anzieht. Na, ich weiß nicht. Was eine Piste. Das AKW Lubmin befindet sich gerade im Abbau, dient aber auch noch als Zwischenlager. Das ist alles Sondermüll. Mal für Schafen, wie man sich das vorstellt. Hier. Und so eine klare Sicht. Rügen ist voll zu sehen, die Greifswalder Heu. Alles. Wahnsinn. Oh, ich muss aber noch mal was essen. Ich habe immer nur so Kleinigkeiten gegessen, aber jetzt habe ich doch ein bisschen Hunger. Aber so eine große Mahlzeit nehme ich jetzt nicht. Vielleicht jetzt nur eine Banane. Aber ich muss ein bisschen windgeschützt sitzen. Ist ja doch frisch hier im Wind. Perfekt. Die paar Bäume, die schützen schon gut vor dem Wind. Gar nicht weiter. Das ist echt toll hier. Schön warm hier in den Bäumen. Klasse. Da möchte man echt nicht weiterfahren, aber irgendwann muss man ja auch mal wieder, ne? Auch wenn es nicht mehr viel ist. Das war jetzt Freest. Aber es ist Wolkers. Auch nicht mehr so weit, so 11, 12 Kilometer noch. Da kriege ich rum. Aber der Radweg hat schon wieder so viele Wurzelschäden, da fahre ich doch lieber auf die Straße.
Vollgas hat mich wieder, ist gleich vorbei. Man sieht das alles vor mir kleinen Fliegen. Oh, dieser erste herrliche Tag ist ja schon wieder vorbei. War ja viel zu sehen, ne? Eine tolle Strecke. Wetter war auch super, zwar ein bisschen kalt am Wasser, aber egal. Ich hoffe, es hat gefallen, denn morgen geht's weiter. Da werde ich wohl auf der Insel Usedom mal ein bisschen rumfahren und da gibt es bestimmt auch einiges zu sehen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin moin. Immer noch da. Ciao, bis zum nächsten Mal.